Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einem neuen Deutschland-Orakel. Und zwar hier exklusiv live Deutschland gegen Gibraltar. Und wenn ihr euch jetzt wundert, was das da unten ist, es ist halt Wales. Gibraltar gibt's nicht. Nicht mal, habe ich heute im Radio gehört, wirklich, nicht mal in der FIFA-Weltrangliste. Also irgendwo hinter Platz 190 oder sowas. Natürlich kann es dann in diesem Spiel nicht geben. Ja? Deswegen spielen wir ersatzweise mit Wales, weil Wales ein ähnliches Trikot hat oder eigentlich fast genauso dieses Rot wie Gibraltar hat. Und deswegen spielen wir mit Wales. Aber das tut kein Abbruch. Wir spielen hier das Spiel so, wie es ist. Und noch eine kurze Sache. Hier, ich möchte es mal fett in die Kamera halten. Das ist doch mal fett, oder? Muss ich kurz Werbung für machen? Ihr könnt eure Lightbar abkleben mit einem Wunschtext. Ja? Also mit allem Möglichen, was ihr wollt. Und muss ich kurz Werbung dafür machen? Lups-Werbetechnik, ein eBay-Shop. Und da muss ich echt sagen, Leute, für 5 Euro ja, könnt ihr da nichts falsch machen. Ja, das kann ich nur empfehlen. Schaut richtig cool aus. Und ja, jetzt genießen wir einfach mal Deutschland gegen Wales. Natürlich nicht Testspiel, sondern EM-Quali. Und da müssen einfach gegen Gibraltar 3 Punkte her. Und am besten mal so, bam, 7:0 Tore. Ja, die anderen Mannschaften haben es vorgemacht. Wir reden hier von Polen. Wir reden hier von Schottland. Ja, die haben das hier richtig gepusht. So, wir nehmen natürlich die Nationalhymnen noch mit. In dem Sinne muss ich nochmal kurz Eigenwerbung machen, während das läuft im Hintergrund. Und zwar habe ich einen neuen Facebook-Kanal. Ich Gamers Playground bleibt natürlich weiterhin. Aber natürlich habe ich mich als Person, Seoras, noch als Unterhalter eine neue Facebook-Seite aufgemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, mal kurz ein Like da lässt und einfach kommentiert, was es zu kommentieren gibt. Da wird es auch ein bisschen ja, privater in diesem Kanal werden. Und da kommen dann auch alle Let's Plays rein, die ich mache. Ja. Auch die neuesten Assassin's Creed Unity, Far Cry 4, GTA 5 auf der PS4 natürlich. Würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeikommt, mal ein paar Kommentare hinterlässt, ein paar Like hinterlässt. Ja. Dass einfach die Community zwischen uns einfach noch besser wird, finde ich, sollte schon drin sein. So, natürlich hier, Orakel, ihr dürft wie immer gerne in den Kommentaren hinterlassen, wie ihr denkt, wie das Spiel ausgehen wird. Und ja, Deutschland, schöne Aufstellung. Ich denke mal, mit Reus wird es wahrscheinlich eher nicht klappen, weil der ist verletzt. Der wird es ganz sicher nicht klappen, weil der jetzt fällt wieder 2 Wochen aus, der Arme. Leiter der Partie, Asenjo Aristizbal aus Kolumbien. Alles klar. Los geht's mit der neuen Leitbar. So, dann ballern wir die Gibraltarianer mal weg, oder? Hoffentlich wird's ein tolles Fußballspiel. Könnte ein cooles Fußballspiel werden. Wir stellen mal um auf sehr offensiv. Oh, die stehen gut. Die stehen ja erstmal gut. So, hoffentlich vor lauter Labern komme ich noch zum Fußballspielen. Schön. Nein! Der ging zu weit. Der ging ein wenig zu weit. So, jetzt hat er. Drü-drü. Angriff! Schön den Laufweg zugestellt und dann den Ball fast erkämpft. Jawohl, Khedira, sauber. Also, jetzt hat der Film. Die Mannschaft kommt raus, ja, der WM-Film und die Trailer sind ja mal richtig geil, oder? Und da die erste Chance und Tor durch Marco Reus. Passt. Schönes Kombinationsspiel zwischen den zwei Spätzeln, Götze und Reus. Und Reus mit seiner überragenden Schusstechnik zum 1:0.
Klasse, schön ins Eck geschlänzt, Außenriss noch leichten Dreher nach rechts gehabt. Und Reus mit einem Rückwärtssalto, den er so natürlich niemals machen würde. In der 8. Spielminute gehen wir in Führung. Geht schon gut los. Ja, gegen so eine kleine Mannschaft ist er das Core-Problem. Nein, also der Trailer, ja, zu dem Film, die Mannschaft, ist ja wohl herrlich, oder? Also, gerade wenn der Müller-Thomas wieder mal irgendeine Wette verliert und dann mit dem Dirndl rumläuft. Ach, herrlich, Leute, echt super. Geniale Szenen eingefangen aus der Weltmeisterschaft in Rio. Ja, auch Weltmeisterschaftsnacht. Das wird wirklich, also ich denke schon, das ist so ein Pflichttermin wieder im Kino. Ja, jetzt wird die Tage wieder ekelhafter werden vom Wetter. Ja, kann sich sowas schon sehen lassen. So, jetzt auch schön geschickt. Schön! Oh. Schön gesehen, die frühe Flanke. Auf Götze. Und Götze gewinnt der Kopfballduell. Gut, das ist nicht so schwierig. Ja, okay. Na, das ist schon wieder Schwachsinn. Na, das ist echt nicht einfach mit Götze. Ne? Götze ist ja nicht groß unbedingt. Ja, ja. Toni Kroos ist natürlich hier mit dabei, der alte Spanier. Schön gespielt. Schön gespielt und geschlänzt. Der Toni Kroos wird ja in Spanien drüben in allerhöchsten Töne gelobt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Und der Junge spielt zurzeit, also auch wieder seit der WM oder ab der WM. Ja gut, davor schon bei den Bayern hat er auch gut gespielt. Ja, aber der ist jetzt mit der Weltmeisterschaft richtig gewachsen. Schön den Körper reingestellt von Rüdi. Rudi. Wie spricht man den eigentlich wirklich aus? Rüdi? Rudi. Oh, viel Pass. Aber gleich wieder den Ball erkämpft. Schön in den Lauf geschickt. Götze, immer noch Götze. Götze. Nein, da kam der Gegenspieler. Boah. Die Sau. Jetzt wollte ich den Torwart mal so richtig alt aussehen lassen. Na, ich denke schon, dass das ein höherer... Nein, bin es aufsehen auf den Ding gekommen. Ein höherer, einstelliger Torwechsel wird. Und dann wird er doch schön gemacht. Mesut Özil jetzt. Und Reus. Boah. Ein guter Moment, um uns dieses Tor von eben da knapp zu Gemüte zu führen. Da noch das schöne Tor, schön aufgelegt, Vollspann genommen. Jawohl, Ecke. Die kommt wieder auf Götze und der gewinnt das Kopfballduell halt auch noch, weißt? Da stehen sie sonst alle drinnen. So ein Boateng oder so, ja? Nein. Da gewinnt ein Mario Götze ein Kopfballduell. Ja, lässt du dir den Ball jetzt abnehmen? Konzentration. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. War echt ein Freistoß, oder? Tatsächlich. Okay, coole Sache. Schön gemacht. Schön. Götze. Oh, herrliche Kombinationen hier. Kommt der Ball fast zu Khedira. Oh, schade. Ja, spiel den genau auf den Kopf. Aber wir sind auf der Hut. On the Hood. Sozusagen. Totaler Schwachsinn. Aber lustig. Oh, schöner Pass. Auf Rudi und steht frei. Fast frei zum Schuss. Schöner Schuss. Nochmal Rüdi. Boah, der war nix. Oh.
So schön wie der andere war, so schlecht war der jetzt. Nochmal die Parade, oder? Von vorhin. Ja, der war zu unplatziert. Ich dachte, der ging mehr Richtung Ecke, aber das war dann doch nicht der Fall. Ist faul gepfiffen. Der Hund. So, früh, wie wir jetzt das 1-0 geschossen haben, desto länger lässt jetzt das 2-0 auf sich warten. Nein, ich wollte gerade schießen. Weißt du, immer wenn ich gerade schießen will, grätscht mir da einer in die Haxen. Jawoll. Sauber vor den Latschen geholt. Das gibt natürlich stramme gelbe Karte gegen Hummels. Ja, schön von den Latschen geholt. Ja, mal ein Zeichen setzen. Korrekte Entscheidung. Da gibt's kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Götze. Oh, schön auf Reus. Wieder Götze auf Reus. Ah, das gibt's nicht. Jetzt schlänzt sich den schon. Und dann nichts. Ah, zu weit unten erwischt, Rücklage. Aber schöne Kombinationen, jetzt läuft's. Ja? Es läuft. Boah, da hat er mich aber gut ausgespielt. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Ui, 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 ui. Rudi. Oh, erstmal wieder. Das Spiel verlagern. Jetzt ist dann eh gleich Halbzeit. Marco Reus. Hast du dir gedacht, gell? Nein, wieder Fehlpassquote ist echt hoch. Das ist ja echt schlimm. Schön gemacht. Schön gemacht Reus. Und gleich geschickt. Jawohl. Jawohl. Müller, du eure Kampfsau. Schöne Flanke. Ah, Özil kommt nicht gescheit zum Kopfball hin. Semmelt wieder den eigenen Mann um. Ach komm. Come on. Batz. Jawohl, auch nochmal drauf, Toni. So, Halbzeit. 1-0. Sollte eigentlich höher stehen, aber es lässt noch ein bisschen betteln. Aber wir haben ja noch die zweite Halbzeit. Ja, und das kann ja noch alles passieren. Ja, Hummels kann gelb rumkommen. Ja. Götze kann ein Kopfballtor schießen. Na, es ist alles möglich. Und die lassen mich hier aussteigen. Ach komm, dieses Durchlaufen, wie ich es hasse. Ein grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgrätsche. Götze. Ach, schön. Schönes. Na, gibt's denn das? Kann er den nicht vorbeischlenzen? Was war denn das jetzt in der Mitte? Rudi. Der war wieder schlampig. Lass mich halt dann hin, oder? Wahnsinn. Schiri, das war faul blocken, oder? Ganz schnelle Entscheidung. Faul, aber Vorteil. Perfekt gemacht. Gutes Auge vom Referee. Jetzt eine gute Flanke. Da gibt's denn das? Ach, das war doch. Warum war das jetzt ein Foul? Dann haben Sie einen Freifahrtschein. Da sieht man erst richtig, wie er ihn. Ja, okay, ich treffe zuerst den Mann. Okay. Hat jetzt von einer anderen Perspektive ein wenig anders da ausgesehen? Mesut Özil jetzt. Oh, was für ein Traum! Oh nein! Ja, Wahnsinn, oder? Jetzt, nein!
Niederling, gibt's denn das? Der Torwart ist ja fast unhaltbar heute. Boah, der ist lang. Der ist lang. Kedira. Boah. Boah, Teng, komm, du Kampfsau. Du willst es doch auch. Wird angeschossen und der Ball rudelt ins Aus. Totaler Angriff, oder? Leute, na, totaler Angriff nicht. Machen wir sehr offensiv weiterhin. Rudi. Schöner Seitenwechsel. Reus. Eine super Technik, wie er da den Ball in der Luft verarbeitet. Ah, das war Abseits. Der kam aus dem, vom Abseits zurück. Schönes Kopfball-Duell. Marco Reus. Der ging gut. Der ging gut auf Müller. Müller! Oh, Außennetz. Knappes Ding. Puh. Irgendwie widerspiegelt das die Leistung der letzten Wochen. Ich weiß nicht warum. Aber schöne Kombinationen, aber das Ergebnis passt halt nicht so. Wow. Oh, schön von Hummels, alles abgeklärt. Ja, trotz gelber Karte, ein bisschen Zweikampf muss ja dennoch sein. Jawohl, das ist unserer. Weiß wirft. So, jetzt. Come on, auf geht's. Zack, zack. Lauf halt dann mit, oder? Götze. Es wird eng. Kedira. Wehrt der meinen Schuss schon wieder? Faul? Abgefälschter Ball und immer aus. Ach komm, der hat doch unterbaut. Super gehalten, wie man hier in der Wiederholung nochmal sieht. Oh, das war nicht einfach klasse. Ja, da kam der Lupfer, aber nix war's. Thomas Müller verletzt, zeigt da oben an. Ja klar, so wie der andere unterbaut hat, hat der auf jeden Fall Rückenschmerzen. Ich hab Rücken. Lauf, Boateng, du Stück. Sauber, echt. Also, wie gesagt, für mich immer noch einer der Putzer. Der war blind vorgehauen, sorry. Gut aufgepasst. Für mich immer noch einer der besten Innenverteidiger im Moment der Welt. Jetzt. Götze. Das gibt's ja nicht. Souverän, wie er diese Aufgabe. Sag mal, der Torwart im Moment. Einfach war das eben nicht. Spring. Spring, du Stück. Du Springbock! Jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Erfolgreicher Zweikampf. Uff, das war knapp. Spinn ich! Zum Querpass! Bei der Rangelei um den Ball. Das war ein. Ach komm! Vorteil geben, aber dann kommt der Pfiff. Ja, genau, gib gelb. Ja, du bist das Schiri, echt. 1-0 steht's. Jetzt, jawoll, Reus auf Götze, Reus auf Götze. Und Müller verletzt, macht das 2-0. Schön abgelegt von Götze, ich wollte ihn jetzt nicht wieder unten reinschieben, dachte mir, macht einen Schmankerlpass und Müller gnadenlos. Götze wird in der Mitte noch voll abgeräumt. Boah, endlich das 2-0. Lang genug hat es gedauert. Von der 8. bis zur 82. Und Müller humpelt gewaltig. Den hau ich jetzt mal schnell raus, der Arme. Halt, wen haben wir denn dabei? Ein Schürle. Ja gut, haben wir einen Schürle. Und dann Reus, machen wir schnell Seitentausch. Groß, da hätte man noch einen Draxler im Angebot.
Kramer, Ginter. Ach, Gomez hat er dabei. Großkreuz, ach bitte. Wir haben das linken Verteidiger. Ja, ich sehe schon. Götze, ein Gomez. Ein Gummigomez. Pass auf, den Gomez tun wir jetzt rein für den Özil. So, dann haben wir da dreimal gewechselt. Wenn jetzt einer. Ups, wenn jetzt einer ausfällt, dann habe ich Pech. So! Der Gummigomez. Und Draxler gewinnt erstmal das erste Laufduell. Also den ersten Zweikampf sozusagen. Schürrle. Das macht er. Jawohl, gewinnt auch erstmal seinen ersten. Komm, Gomez. Jawohl. Gomez! Der Tor ist im Moment. Ah, oh, der hält aber auch. Der ist gut. Spinnig ist der gut. Der spielt doch bestimmt in der Premier League, oder? Oh, jetzt hat offener Schlagabtausch. Die Visiere sind offen. Und es war abseits. Nochmal einen Wut rausgelassen. Schürrle. Ja, der kann auch gut schießen. Das war abseits. Kurz Frust rausgelassen. Oh, der war schlecht. Der war schlecht gedeckt. Den hat er kurz gespielt und der kam ihm halt auch noch richtig entgegen. Puh, Neuer, was war denn da los, Freundchen der Sonne? Das Nein. Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Na, Freunde der Sonne. Ein Spieler am Boden, sieht so aus. Nein, jetzt hat sich wirklich der Özil verletzt. Und Reus, immer noch Reus, voll drauf. Oje, das kann er viel besser. Ja, schade, diese Situation, denn da setzt er sich sehr, sehr gut durch. Bis zum Tor. Gibt's denn das? Halleluja, sage ich dann nur. So, der Nächste, der sich verletzt, der Khedira. Nicht der Özil, der Khedira hat sich jetzt verletzt. Ey, hab ich gehabt. Muss er durchhalten jetzt. So, jetzt? Hallo? Geh mal einen Ball hin. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Ja? Da, Hummels noch sa. Aus, das Spiel ist aus. Sicherer Sieg. Also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass dieses Ergebnis nicht ganz stimmt, aber der Sieg stimmt. Also gegen Gibraltar muss ein höherer Sieg her, da sind wir uns alle sicher. Und ja, muss. Ne? Also das nächste Orakel, ich weiß noch nicht, ob ich das Freundschaftsspiel Deutschland gegen Spanien, ob ich das orakeln werde. Wenn ihr Bock habt, dass ich es mache, schreibt es mir in die Kommentare rein. Dann mache ich's, auch wenn sich nur einer von euch meldet, ich mach's dann, passt, mache ich. Ja? Dann das nächste offizielle Orakel müsste dann wieder Bundesliga sein, 22. November, glaube ich, ist wieder Bundesliga-Orakel. Und ja, in dem Sinne sage ich erstmal danke fürs Zusehen, genießt noch die Chancen. Und die Torchancen und die Oberchancen, wie gerade diese coole Parade hier. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge.